Willkommen zurück. Heute möchte ich mit euch über die neueste Episode von Legacy sprechen. Und zwar Episode 11 der dritten Staffel. Wir haben wieder ein paar Sachen hier in dieser Folge geliefert bekommen. War nicht die spannendste Folge, aber sie war auf jeden Fall okay. Sie haben ein paar Punkte angedeutet, die ich ganz cool fand. Ja, als neues Monster haben wir ein Burberlang mitbekommen auf den Weg. Fand ich ganz cool. Vor allem auch, dass Hope davon infiziert wurde. War klar, dass da jetzt kein großartiger Langzeitschaden entsteht. Aber war auf jeden Fall ganz cool, dass sie mal diejenige war, die irgendwie ja, von dem Monster angegriffen wurde und auch irgendwie verletzt wurde. Genau, so viel erstmal dazu. Was mir gefallen hat an der Folge, ist, dass Dark Version Josie oder Dark Josie oder wie auch immer wieder mal einen kleinen Auftritt hatte. Und Josie hat ihre Zauberkraft wieder bekommen. Das bedeutet, sie wird auf jeden Fall wieder eine Begegnung mit Dark Josie haben. Und das finde ich sehr gut, weil Dark Josie ein sehr cooler Gegner war. Wenn auch etwas ernster hätte sein können. Ich habe das Gefühl gehabt, manchmal haben die anderen sie als Feind nicht so ganz ernst genommen. Ja. Mit Landon stimmt auch irgendetwas nicht. Ich gehe mal davon aus, er wird in Richtung Ende der Staffel immer weniger der Landon sein, den wir jetzt kennen. Mal schauen, womit es zusammenhängt. Vermutlich irgendwie was mit einem Necromancer. Er hat irgendwas gemacht oder getan. Dadurch zerfällt, glaube ich, jetzt der echte Landon oder vielleicht verliert er auch irgendwie Erinnerungen. Bin mir nicht sicher. Alaric hat im alten Triad Center alte Dokumente gefunden bezüglich des Artefakts, das er immer noch sucht. Und wir kommen dem schon sehr, sehr nahe. Ich würde schätzen, dass es wahrscheinlich so bis Ende der Staffel dauert und dann werden wir etwas oder jemandem Neues begegnen. Der Typ mit der Maske kam leider nicht dran. Etwas schade. Ich gehe davon aus, er wird auch aufs Ende der Staffel dann hinausgeplant sein. Und ich hoffe, dass es ein Gegner der nächsten Staffel sein wird. Ich hoffe, das wird nicht irgendwie ein neuer Kollege sein auf der Anführungszeichen guten Seite. Ich hoffe, das wird ein Feind werden, weil sein Design finde ich mega cool. Und ich bin nur mal gespannt, wer oder was er genau ist. Ich möchte schon eine ganz coole Story für ihn haben. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ich finde es ganz gut, dass gerade alle Plotstränge ein bisschen vorangehen. Aber es ist alles ein bisschen, naja. Ich finde, die haben gerade nicht sehr viele Schwierigkeiten oder Probleme zu bewältigen. Und nehmen dann ganz kleine Dinge und machen dann daraus irgendeine emotionale Szene. Und ich weiß nicht, es könnte einfach viel besser sein. War es ja auch. Mal schauen, was noch passiert. Ich hoffe für die vierte Staffel, dass die wieder mehr Freiraum haben werden, was die Corona-Situation betrifft. Wir haben außerdem auch diese Backstory von der zukünftigen Freundin von Josie mitbekommen und das wird auch schon so aufgebaut, als ob das die endgültige Freundin sein wird. Ich bin kein Fan von ihr, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich fand jede Love Interest vorher besser für Josie oder interessanter zumindest. Ja, mal schauen, was sich daran entwickelt. Ich hoffe, Dark Josie wird nochmal zurückkommen. Ich hoffe vor allem, dass es auf eine coole Art und Weise sein wird. Ich habe momentan nur das Gefühl, dass alles so ein bisschen random passiert. Es hängt alles gerade nur lose zusammen und die Gründe, warum die Charaktere etwas machen, sind auch immer nur so halbwegs verständlich. Ja, mal gucken, wie es weitergehen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, was passiert. Der Necromancer wird ja noch leben, weil er immer wieder erweckt wird, wenn er in der Gefängniswelt stirbt. Deshalb wird er wiederkommen. Ich bete dafür, dass er nicht der neue Feind sein wird. Das bringt einfach nicht sehr viel, leider. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Folge gehalten habt und was ihr euch für die nächsten Folgen und auch die nächste Staffel der Serie wünscht. Bin mal sehr gespannt. Gut, das war es dann auch mit diesem Video. Ich würde mal sagen, bis zur nächsten Episode, Leute. Ciao.